Ich weiß, ich sagte, die zweite Music-Cypher kommt als nächstes, aber ich habe Bock auf ein JBB. Zumindest ein kleines. Das offizielle Ankündigungsvideo dazu werde ich in den nächsten Tagen machen. Yo, alles klar, Diggi. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Einen wunderschönen guten Abend. Die OCC ist jetzt seit über 6 Wochen vorbei und es gibt aktuell immer noch keine weiteren Informationen zum JBB 2021 und ja, ab jetzt nenne ich es lieber so. An sich wäre das ja gar nicht so unnormal, weil es immer eine gewisse Zeitspanne zwischen den Turnieren gab, allerdings ist es hier jetzt ein anderer Fall. Julien hat nämlich den altbekannten Fehler gemacht, den verschiedenste YouTuber, auch ich, immer wieder machen. Er hat etwas angekündigt, bevor er zumindest ansatzweise damit fertig war. Im letzten Corona-Cypher-Video hat er am Ende gesagt, dass er sich in ein paar Tagen an das JBB-Info-Video setzen wird und eben weil er das gesagt hat, waren alle darauf vorbereitet, dass das Video schnell kommen wird. Was jetzt nicht so ganz der Fall war. Hätte er stattdessen gesagt, dass das Infovideo irgendwann demnächst kommt, wären ihm einige Kommentare in die Richtung wohl erspart geblieben. Das sieht man auch ganz gut auf Insta. Wir haben also nach wie vor keine Ahnung, wie es mit dem neuen JBB aussieht. Es wurde aber offensichtlich verschoben. Die Frage sitzt nur, wie weit. Vielleicht kommt als nächstes aber auch erstmal wieder ein Track. Zumindest der Insta-Post von Julien könnte darauf hinweisen. Kommt schon. Das sieht schon so aus, als wäre da was gedreht worden. Eine Verschiebung gab es aber auch nicht nur fürs JBB, sondern auch für das Album von Julien. Vielleicht haben das einige noch nicht mitbekommen, aber das sollte ursprünglich ja diesen Monat rauskommen. Ich glaube irgendwie vor 1-2 Wochen oder sowas. Das hat allerdings nicht funktioniert und es wurde jetzt erstmal auf den Mai verlegt. Aber sind wir mal ehrlich, wen wundert's mittlerweile noch? Das Album sollte ursprünglich mal 2018 rauskommen. Das wurde zumindest damals am Ende der PA Sports Grabrede angekündigt und fuck, ist das lange her. Ich kann verstehen, dass man sich selbst Deadlines setzt und das kann einem auch helfen, sich selbst zu motivieren, weil man unter einem gewissen Druck steht, aber wenn man nicht zumindest zu 90% sicher ist, dass das auch wirklich funktioniert, ist es vermutlich nicht die beste Idee. So erzeugt man bei den Leuten dann nämlich immer wieder unbegründeten Hype, der dann wieder weggepustet wird. Schauen wir mal, ob das Infovideo noch dieses Jahr kommt oder ob es wirklich zu 100% ein JBB 2021 wird. Damit das Video zumindest noch einen etwas größeren Mehrwert hat, hier 3 Rapper, die wohl zu 99% eine Quali machen oder schon gemacht haben. Cryce, also das Feature in Bonnies Achtel, hatte selbst schon eine JCC-Quali eingereicht. Wie Bonnie jetzt in einigen Streams erklärt hat, wird er wohl auch im neuen JBB eine Quali einreichen. Vielleicht werden Rapper demnächst also nicht mehr bedroht, sondern wirklich mal in einem Battle zerstört. Das wäre doch mal eine richtig schöne Entwicklung. Wow. Zum anderen haben wir noch einen Rapper, den ich ja auch schon in einem vorherigen Video angekündigt hatte, und zwar Cassius Clay. Ich war gerade 19 Jahre alt und floh von der Schule und dabei mir das erste Mal eine Wohnung zu suchen. Ich hatte nichts außer mein Kindergeld, um monatlich zu leben. Mein Zuhause waren damals nur die Sofas von Kollegen. Hatte Schulden bis zum geht nicht mehr und plötzlich sollte ich Bettelrunden kicken. Cassius hat in einem Livestream relativ deutlich gesagt, dass er beim JBB mitmachen will und deshalb seine Streams offline stellen wird. Er hat sie zwar nicht privatisiert, allerdings sind sie jetzt alle nur noch auf nicht gelistet in einer Playlist und das war vorher nicht so. Also, glaube ich zumindest. Zu Cassius habe ich ja sonst schon alles gesagt, wäre auf jeden Fall fett. Ball alles am besten ist eben in den Beat mit der Ohren betäumte. Die gefeuerten Bars, teuer und scharf wie eine vorne vergoldete Katana klinge, dass ich nicht lache. Der dritte im Bunde ist noch Daytona oder Daytona, ein bisher komplett unbeschriebenes Blatt im JBB. Er war vor kurzem in der Story von Creative Bakery, also Herr Kuchen, und dazu gab es den Hashtag JBB. Er wird also zumindest eine Quali einreichen, mal sehen, ob er es reinschafft. So Leute, das war's dann jetzt aber auch. Was haltet ihr von den Verschiebungen und was denkt ihr, wann das JBB starten wird? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr ein besserer Mensch werden wollt. Ihr kennt das mittlerweile ja. Bis zum nächsten Mal, ciao.